de Le Mans mit 2:1. The Pianist. In Cannes wurde dieser Film von Regisseur Polanski mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. In wenigen Tagen kommt er in die Schweizer Kinos. Der Film basiert auf Erlebnissen des jüdischen Pianisten Wladislaw Spielmann im Warschauer Ghetto. Spielmann konnte aus dem Ghetto fliehen, seine Familie kam im Konzentrationslager um. Spielmanns Sohn hat das Schicksal seines Vaters aufgezeichnet. Aus diesem Stoff hat Polanski den Film gemacht. Annette Freitag. Wladislaw Spielmann, Mitte der 90er Jahre. Chopin lag ihm am Herzen bis zu seinem Tod. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Spielmann ein gefeierter Solist. Später mochte er nicht mehr allein auf die Bühne treten. Auch im Film wird Chopin gespielt, für eine Übertragung des polnischen Radios. Aber die Katastrophe holt Spielmann ein. Spielmanns Sohn ist nach Zürich gekommen, um über die Erlebnisse und Aufzeichnungen seines Vaters zu sprechen und um diese Erinnerungen wachzuhalten. 50 Jahre lang hat dieses Buch gewartet, um überhaupt veröffentlicht zu werden, weil es nicht möglich war, dass unter dem herrschenden kommunistischen Regime in Polen das zu veröffentlichen. Was sein Vater im Warschauer Ghetto mitgemacht hat, darüber hat er später mit seinen Kindern nicht gesprochen. Vergessen wollte er. Eltern reden nicht mit ihren Kindern über ihre Kriegserlebnisse. Entweder versuchen sie zu verdrängen oder wollen die Kinder darüber nicht informieren, um sie nicht zu vergiften, denn nicht diese Geschichte auf den Weg geben, um sie nicht mit Verurteilen wahrscheinlich zu belasten. Spielmanns Sohn geht einen anderen Weg. Er erzählt seinem Sohn von der Deportation des Großvaters und vom Tod so vieler Angehöriger. Ich halte es für wichtig, dass mein 9-jähriger Sohn alles weiß. Warum? Aus der Geschichte lernt man. Und man kann nur besser handeln, besser sein, besser werden. Ein Film gegen das Vergessen ist es geworden. Ein Film auch, in den Polanski seine eigene Ghetto-Vergangenheit eingeflochten hat. Und das war die Tagesschau vom 6. Oktober. Danke für Ihr Interesse. Die nächste Tagesschau folgt um 22:25 Uhr. Einen schönen Tag.